seien G der Schwerpunkt des Dreiecks ABC und G' der Schwerpunkt des Dreiecks DBC. Der Auftrag lautet: Beweise, dass die Vektoren AD und GG' kollinear sind. Wir zeichnen zuerst diese Situation und schreiben die Hypothese auf. Wir haben das Dreieck ABC und das Dreieck DBC. M ist die Mitte dieser gemeinsamen Seite BC, G ist der Schwerpunkt des Dreiecks ABC und G' ist der Schwerpunkt des Dreiecks DBC. Was wir beweisen sollen, das ist, dass diese Vektoren AD und GG' kollinear sind, das heißt, einer ist Vielfacher des anderen. Und das ganz egal, wie diese Dreiecke ABC und DBC gebildet sind. Anscheinend sind diese beiden Vektoren AD und GG' immer kollinear. Um das zu beweisen, starten wir vom Vektor GG' und zerlegen diesen Vektor in GM plus MG', also so. Dieser Vektor GM ist aber genau ein Drittel vom Vektor AM, wegen des Leersatzes der Mittellinien. Und dieser Vektor MG', das ist genau ein Drittel vom Vektor MD, wiederum durch den Leersatz der Mittellinien. Also können wir Vektor GM ersetzen durch ein Drittel mal Vektor AM und MG' durch ein Drittel mal Vektor MD. Hier können wir ein Drittel ausklammern. Zwischen Klammern bleiben dann diese zwei aufeinanderfolgenden Vektoren zu addieren. Und diese vektorielle Summe ergibt den Vektor AD. Somit haben wir also gefunden, dass dieser Vektor GG' genau ein Drittel vom Vektor AD ist. Man könnte auch sagen, der Vektor AD ist genau das Dreifache vom Vektor GG'. Also sind diese beiden Vektoren kollinear, was zu beweisen war. Der Auftrag ist schon erledigt.